Hallo, endlich bin ich in Köthen angekommen. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ein Stadtführer wäre ganz schön. Hier, bitte sehr. Das macht dann 9,99 €. Bitte. Bitte schön, Ihr Rückgeld. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Oh, die Persieruhr steht ja immer noch. Jetzt, wo ich das Kino sehe, fällt mir ein, ich könnte mal wieder einen schönen Film sehen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Möchten Sie einen Brief abschicken? Ja, ich würde gerne eine Postkarte von Köthen an meine Familie senden. Ja, klar. So, jetzt nur noch abschicken. Bitte. Okay, auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wow, das Schloss ist aber schön. Das Museum hat geschlossen. Naja, dann sehe ich mir halt das Naumann-Denkmal an. Das ist also das Denkmal von Naumann. Aber was hat er eigentlich gemacht? Oh, ich sehe gerade, dass es hierzu einen Eintrag in meinem Stadtführer gibt. Johann Friedrich Naumann war ein deutscher Ornithologe. Er wurde am 14.02.1780 in Zwiebeck geboren und verstarb am 15.08.1857 in Ebenach. Er war der Begründer der Vogelkunde. Das ist wirklich sehr interessant. Ich glaube, ich werde mal in die Stadt gehen. Köthen hat einen neuen Bürgermeister. Das wusste ich noch gar nicht. Und gleich neben dem Rathaus das Highlight von Köthen, die St. Jakobskirche. Auf zu meinem letzten Ziel meiner Rundtour, dem Bachdenkmal. Hier kann ich mir auch die Infos zum Denkmal anhören. Johann Sebastian Bach war ein deutscher Komponist sowie Orgel- und Klaviervirtuose des Barocks. Er wurde am 31.03.1685 in Eisenach geboren und fand sein Ableben am 28.07.1750 in Leipzig. Er geht heute als einer der bekanntesten und bedeutendsten Musiker in der Musikgeschichte durch. Ich würde mir gerne mal ein Werk von ihm anhören. Doch jetzt ist es höchste Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Auf Wiedersehen!